Mit einer neuen Regelung wurde die Führerscheinfreigrenze für Boote von 5 auf 15 PS angehoben. Damit wird der Einstieg in den Bootssport erheblich erleichtert und macht das nasse Element für Jung und Alt noch attraktiver. Die neue Freiheit gilt auf allen Bundeswasserstraßen mit Ausnahme des Rheins. Sowohl im Binnenland als auch an der Küste darf jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist, ein Boot mit bis zu 15 PS steuern. Und es gibt nun viele Bootsvarianten, mit denen man einfach in See stechen kann. Zunächst sollte man sich überlegen, für welchen Zweck das Boot eingesetzt werden soll. Für schnelle Tagestouren, gemütliches Wasserwandern mit Übernachtung an Bord oder sogar unter Segel an der Küste oder auf Seen. Wir stellen 5 verschiedene Möglichkeiten vor. Kandidat 1 ist sehr flexibel. Seit jeher war und ist ein Schlauchboot das Boot, mit dem für viele der Freizeitspaß Wassersport beginnt. Vorteile sind ein hohes Maß an Sicherheit bei einer überschaubaren Größe. Gerade für Einsteiger ohne Führerschein sind Schlauchboote die idealen Begleiter auf dem Wasser. Mit bis zu 15 PS motorisiert ist ein Schlauchboot der 4-Meter-Klasse nicht nur ziemlich schnell und wendig, sondern es verfügt über genügend Sitzgelegenheiten für mindestens 4 Personen. Gerade für Unerfahrene ist die Fahrt mit einem Schlauchboot ein unvergessliches Erlebnis. Das Bootsfahren lässt sich leicht erlernen, die robusten Schläuche verzeihen einem auch mal kleine Rempler und es ist auf Flüssen und Seen vielseitig einsetzbar. Sogar das Anlanden an flachen Sandstränden ist mit einem Schlauchboot problemlos möglich. So kann man schnell einsame Strände erobern. Kandidat 2 ist der sportliche Typ. Wer mehr Wert auf Design und Sportlichkeit legt, für den ist ein Sportboot aus langlebigem Kunststoff die richtige Wahl. Auf einem Trailer hinter dem eigenen Auto kann man sie einfach von Revier zu Revier transportieren und fast überall ins Wasser slippen. So hat man sein Spaßboot immer mit dabei. Man nennt diese Boote auch Daycruiser, da sie in erster Linie für kurzweilige Tagestouren genutzt werden. Mit einem 15 PS Außenborder motorisiert, verwandelt sich so ein Boot zum reinen Energiebündel. So macht Wassersport richtig viel Spaß. Mit Steuerrad und Gashebel ausgestattet, ist das Boot einfach zu handhaben. Die 4 bis 6 Meter langen Gleiter verfügen über ausreichend Platz im Cockpit und laden dazu ein, sich den Wind so richtig um die Nase wehen zu lassen. Da kann der Motor schon mal zeigen, was in ihm steckt. Die Daycruiser eignen sich besonders gut für Ausflüge zur nächsten Bucht oder aber für Angelsportbegeisterte als Plattform, um einen dicken Fisch an Land zu ziehen. Kandidat 3 ist eine Kombination aus Sportlichkeit und Komfort. Daycruiser gibt es ebenfalls mit einer kleinen Kabine. Sie heißen dann Weekender. Auch sie sind trailerbar und damit flexibel im Einsatz. Fast jeder PKW bringt auch die etwas größeren Sportboote sicher zum Ziel. So sind sie ideale Freizeitbegleiter, auf denen man auch mal übernachten kann. Ob Wochenendausflug oder für einen kurzen Urlaub, die rund 6 Meter langen Boote verfügen über ausreichend Platz an- und Unterdeck. Gemeinsam mit Freunden oder Familie genießt man die vorbeiziehende Landschaft und kann auch schon mal so richtig Gas geben. Ein 15 PS Außenbordmotor hat keine Probleme, den leichten Kunststoffrumpf so richtig in Schwung zu bringen. Ein Feeling fast wie auf einer großen Yacht. Und in jedem Hafen werden die Boote zum persönlichen Refugium für Entspannung und Relaxing. Einfach mal ein Buch lesen, schlafen oder vor sich hin träumen. Alles ist auf diesen Booten möglich. Kandidat 4 setzt eigentlich auf Windenergie. Lautlos dahingleiten und die maritime Natur genießen. Das macht die Faszination des Segelsports aus. Ganz gleich, für welchen Segelboottyp man sich entscheidet, Segeln begeistert. Jeder kann an Bord Hand anlegen und am Segelspaß aktiv teilhaben. Dennoch, so ganz ohne Motor kommen auch Segelboote meist nicht aus. Schließlich weht der Wind nicht immer und manchmal kommt er auch aus der falschen Richtung. Wer da sicher und schnell in den Hafen gelangen möchte, ist auf einen Motor, bei Segelbooten auch gern Flautenschieber genannt, angewiesen.
Bei offenen Sportbooten und Segeljachten bis zu 9 Metern Länge reicht im Normalfall ein führerscheinfreier 15 PS Motor zum sicheren Manövrieren und Verholen aus. Es ist beruhigend zu wissen, dass damit ein kräftiger Helfer an Bord ist, der das Segelboot garantiert zum Zielhafen bringt. Mit Kandidat Nummer 5 wird es luxuriös. Das nächste in der Reihe geeigneter Boote für 15 PS Motoren sind formschöne Motorjachten mit vielen Annehmlichkeiten und einem großzügigen Innenausbau. Auf 8 bis 9 Metern Bootslänge kann alles untergebracht werden, was eine Familie für längere Urlaube auf dem Wasser benötigt. Große Sonnenliegen an Deck, ein offenes Cockpit mit Tisch für gemütliche Abende in einer ruhigen Ankerbucht und unter Deck ein kleiner Salon sowie Kabinen zum Schlafen. Sogar eine komplette Küchenzeile findet in so einer Yacht ihren Platz. In den Kajüten kann eine vierköpfige Familie bequem untergebracht werden. Und sind Freunde an Bord, lässt sich der Salon ganz schnell in ein Gästezimmer umwandeln. Mit einem 15 PS Dieselmotor erreichen Motorjachten dieser Größe in etwa eine Geschwindigkeit von 12 km/h. Das ist ideal für das gemütliche Wasserwandern. Dank der Größe und des Komforts auf einer Motorjacht kann man viel Zeit auf dem Wasser verbringen und dabei Land und Leute entdecken. 15 PS erscheinen auf den ersten Blick nicht viel. Doch betrachtet man die unterschiedlichen Bootstypen, die man damit fahren kann, ist sicher für jeden etwas Passendes dabei. Damit bietet die neue 15 PS-Regelung eine tolle Gelegenheit, die facettenreiche Welt des Wassersports ohne großen Aufwand zu entdecken. Übrigens, man muss nicht unbedingt gleich ein eigenes Boot kaufen. Alle vorgestellten Bootstypen kann man auch einfach anmieten. Es ist einfach unvergleichlich, fernab vom täglichen Trubel über Flüsse und Seen zu gleiten, die Natur zu genießen und neue Kraft für den Alltag zu tanken.